Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Enter the Dungeon. Und ich habe noch nie dieses Intro-Lied gehört. Das ist mega gut. Die singen so die ganze Zeit Enter the Gun oder so. Keine Ahnung, was sie sagen. Irgendwas mit Gun auf jeden Fall, denke ich mir mal. Und es ist ein neues DLC rausgekommen. Und das nennt sich A Farewell to Arms. Und laut den Entwicklern ist das das letzte DLC, das es jemals geben wird für dieses Spiel. Es ist kostenlos, also wenn ihr dieses Spiel habt, dann sollte Steam das bei euch einfach so runtergeladen haben. Kostenlos, mega gut. Es soll zwei neue Charaktere geben. Den einen muss man für 5 dieser Haas freischalten. Wir haben auch 5 Haas, komischerweise. Aber ich weiß jetzt nicht, wo der gerade rumgammelt, Leute. Irgendwie ist er nicht da. Dann nehmen wir erstmal die Jägerin, weil die Jägerin ist schön. Die hat immer ihren Wuffel dabei. Und der neue Charakter soll meiner Meinung nach hier stehen. Genau hier. Hier, wo ich jetzt stehe. Aber anscheinend ist er nicht hier. Vielleicht muss man den erst noch irgendwie freischalten. Wir können ja mal mit ein paar Leuten reden. Hier gibt's auch einen Shop? Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Hi. Da sich unser kleines Geschäft ganz profitabel entwickelt, dachte ich, ich stock mal mein Inventar auf. Lass mich wissen, wenn du was brauchst, dann nehme ich ins Sortiment. Ja, gut gemacht, Wuffelst. Berlin an. Okay, also da ist noch ein zweiter Shop. Das wusste ich tatsächlich überhaupt nicht. Wenn ich jetzt hier nichts finde, was seid ihr denn für Leute? Sieht aus, als wärst du fertig. Wohl dir, welch meisterliche Jagd, doch es gibt doch viel zu jagen. Blobulone zum Beispiel. Was sind denn Blobulone? Der schleimige Geißel des Ganzen muss Einhalt geboten werden. Liquidiere 60. Oh, danke für die Haas. So viele, 10 Stück gleich. Naja, 5. Hier hatte ich letztens auch so einen Typen rumgammeln. Der hatte so einen Helm und ich habe seinen Helm runtergeschmissen und dann war er sauer auf mich. Und dann wollte er nicht mit mir reden, keine Ahnung warum. Na sowas, das ist ja ein Luchsauge. Du bist eine echte Zockerseele. Hast du dein Leben verwettet? Für noch einen Schuss. Aber worauf willst du schießen? Was könnte sich lohnen? Ha! Okay, komischer Shop-Typi. Gar kein Shop-Typi, sondern der Arcade-Typi. Ich weiß nicht, wie ich den neuen Charakter jetzt freischalte. Hier ist eine Harfe oder so. Das ist ja jetzt blöd. Hallo? Nee, du bist der Koop-Dude. Na gut, was gibt's Neues? Es gibt auf jeden Fall 2 neue Charaktere, wie ich aber nicht weiß, wie ich sie freischalte. Hier ist noch ein Shop. Wo kommen die ganzen Shops her? Keine Ahnung, Leute. Blablabla, sagt er nur. Hallo König. Ah, Belustigung ist ein gar trefflich gut für jede, die auf ewig blablabla trollt euch. Okay, hier haben wir den normalen Shop, aber ich denke, hier ist auch kein neuer Charakter. Dann muss man die wohl erstmal irgendwie freischalten. Wenn man die erst hat, wenn man einmal den Boss besiegt hat, dann bin ich richtig am Arsch, weil das schaffe ich 100 Jahre nicht. Aber mal gucken. Wir gehen dann einfach erstmal in den Dungeon rein. Es gibt nämlich neben diesen 2 neuen Charakteren auch noch einen neuen Mod. Stimmt, den wollte ich eigentlich auch mal gucken. Warte, wir gehen nochmal ganz kurz in die Bresche. Ich möchte sehen, ob ich vielleicht den neuen Mod zumindest habe. Denn es gibt einen Rainbow-Modus. Und dieser Rainbow-Modus besagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man in jeder neuen Ebene sich ein Item aussuchen kann. Aber sieht gerade schlecht aus, Leute. Schneller Waffenwechsel. Original. Dungeons and Dragons. Was? Okay, ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist, Leute. Aber hier kann man auch nichts einstellen. Ich hoffe einfach mal, dass das DLC... Speedrun-Modus, lol. Dass das DLC trotzdem irgendwie drin ist, aber ich denke, man muss das erst alles noch freischalten, damit das geht. Na gut. Ja, es gibt auf jeden Fall so einen Rainbow-Modus, da kann man dann in jeder Ebene sich eine Waffe aussuchen. Dafür kriegt man im Dungeon selber dann nichts mehr. Nehmen wir mal den Grasschnitter hier mit, why not? Oh, das finde ich witzig, Leute. Da hat man dann so ein Rainbow-Wheel, es ist alles Rainbow-Farben und man kann sich eine von, keine Ahnung, 8 Gegenständen aussuchen. Und dann ist man richtig cool drauf. Da freue ich mich drauf. Diesen Rainbow-Modus möchte ich richtig gerne mal ausprobieren. Okay, aber dann spielen wir hier halt ganz normal Enter the Dungeon wie... Achso. Gosh. Okay, ich habe das lang nicht gespielt. Der Typ da oben, wenn wir den töten, bevor er verschwindet, dann hinterlässt er uns etwas. Er hinterlässt uns in diesem Fall ein Schild. Das ist nett. Denn Schilde sind toll. Die helfen, weil dass man nicht so schnell stirbt. Wow, ich bin dem ersten Teil ausgewichen. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, seit ich das Spiel gespielt habe. Ich glaube, sein Teil fliegt weg. Genau, da war was. Deswegen nicht verwundert, wenn ich vielleicht ein bisschen Kacke spiele. Ich meine, ich hab das Spiel bisher immer noch nicht. Danke für den Schild, by the way. Immer noch nicht. Ah, das war ja richtig schlecht. Ich hing da fest an der Wand. Ich habe das immer noch nicht einmal durchgespielt. Also ich habe den Boss immer noch nicht besiegt. Dazu muss ich auch noch sagen, ich habe das Spiel erst 10 Stunden gespielt, oder was? Aber ich bin zu so einer komischen Wand mal gekommen. Da bin ich im Let's Play selber nämlich auch noch nie hingekommen. Und da fühle ich mich schon ganz schön cool mit, Leute. Wir haben einen Schlüssel. Heißt, wir machen das auf und kriegen die Erbsenkanone. Naja, Siffkanone? Nein, das ist die T-Shirt-Kanone. Ja, die ist nice. Die verschießt, wie der Name schon sagt, T-Shirts. Und zwar anscheinend giftige T-Shirts.
Die Gegner sind vergiftet, wenn man die T-Shirts auf sie wirft. Okay, das ist schön. Das freut mich sehr. Und ich glaube, das letzte T-Shirt in der Reihe, also wenn man nachladen müsste, das macht noch extra Damage. Das ist die Sif-T-Shirt-Kanone. Okay, die vergiftet die Gegner. Es gibt nämlich noch eine andere T-Shirt-Kanone. Und bei der, da macht nämlich das T-Shirt eigentlich nicht so viel Damage. Aber dafür... Also jetzt bei der anderen, nicht bei dieser Sif-T-Shirt-Kanone. Da macht die nicht so viel Damage. Aber dafür macht dann, immer wenn man nachladen müsste, der letzte Schuss viel mehr Damage. Das ist eigentlich ganz cool. Hä, diese Sif-Kanone ist ja richtig gut. Guck mal, wir müssen die nur einmal angreifen, können uns dann verstecken. Und die vergiften dann einfach. Stirb! Ich schieß dich nicht ab. Fuck. Wieso hast du denn das Gift überlebt? Ich denke, wir werden da auch vergiftet. Ja, okay, wir müssen also aufpassen, dass wir da nicht zu lange draufbleiben. Sonst vergiften wir uns. Eine neue Waffe finde ich eigentlich immer cool. Kleiner Bomber ist nicht so gut, aber ich nehm's mal mit. Einfach, weil ich's kann, Leute. Der kleine Bomber, was hat er denn gemacht? Genau, da musste man so aufladen. Schießt davon alleine irgendwann? Ich bin mir nicht sicher. Scheinbar nicht. Aufladen und dann kann man die irgendwann loslassen. Und umso länger man die auflädt... Nee, man muss die tatsächlich ganz aufladen. Dann macht sie erst Schaden. Ist also eine semi-gute Waffe, aber mehr Waffen sind immer gut. Wie wechsle ich eigentlich meine Waffe? Ah, mit Y. Gut zu wissen, jetzt haben wir keinen Schlüssel mehr. Oh Gott, wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel. Und ich habe rausbekommen, man kann jederzeit sich teleporten, Leute. Also man muss gar nicht auf so einen Teleporter stellen, damit man sich teleporten kann. Das finde ich mega gut, weil das ist schön. Hier haben wir den Boss, da wollen wir noch nicht rein. Denn wir brauchen erst noch einen Schlüssel. Hatte der Shop einen Schlüssel? Ja, wie viel willst du dafür? 25? Aber teuer. Kleiner Shop-Kollege. Jo, was geht? Was hast du für mich? Du hast auch coole Sachen. C4, Alter. Krass. Kann in diesem Zeug auch Geld sein? Ist das so wie Isaac? Nee, ne? Schade, aber auch. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Es gibt auf jeden Fall eine neue Ebene, die ich wahrscheinlich niemals sehen werde. In dieser neuen Ebene gibt es natürlich passenderweise... ich bin gespuckt. Einen neuen Boss. Keine Ahnung, wie der aussieht. Keine Ahnung, was das für ein Boss ist. Mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Ich weiß halt auch nicht, ob man da einfach so hinkommt oder ob man dafür einmal den Boss besiegen muss oder ob man da ganz komisch laufen muss. Ob das so eine Secret Area ist, wie hier in der ersten Ebene. Da gibt es ja auch so eine Ebene, wo man einfach so einen Kamin ausmachen muss mit Feuer. Nein, mit Wasser. Wow. Okay, kleiner Wuffels. Und dann kommt man in eine neue Ebene und vielleicht ist das mit der neuen, also mit der ganz neuen Ebene auch so, dass man erst irgendwie sowas Specialiges machen muss, um da hinzukommen. Aber ja, gar kein Plan. Also das wird jetzt eher eine Folge, die ganz normal ist. Auf der Suche nach dem DLC-Content. Aber ich finde die nicht. Hier, das ist dieser Raum, den ich gemeint habe. Da ist dieses Feuer und da könnte man jetzt dieses Fass reinschmeißen. Zack. Oh. Das ist nämlich ein Wasserkanister. Und dann wird das Feuer hier ausgehen. Plopp. Dann geht man da rein, drückt so einen komischen Knopf. Na, 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 na. Und richtig geil, nach Zelda-Manier ist jetzt irgendwo ein Weg aufgegangen. Aber den sehen wir anscheinend noch nicht. Irgendwo ist jetzt ein Weg und da kann man dann lang gehen. Und dann kommt man in eine andere Ebene als hier. Und das ist witzig. Dann kommt man in die Blub-Blub-Area. Wollen wir uns die Blub-Blub-Area angucken? Also laut Erfahrungen ist die Blub-Blub-Area schwerer als die normale zweite Ebene. Und man muss die zweite Ebene nach der Blub-Blub-Area halt auch noch machen. Deswegen immer so eine Sache. Guck mal, hier ein richtig schöner Brie. Den schmeißen wir erstmal um. Scheiß Käse. Dabei mag ich Käse. Da ist doch der. Da ist der Geheimraum. So, was können wir jetzt machen? Wir können gar nicht dahin gehen, merke ich gerade. Weil die zweite Ebene, die braucht zwei Schlüssel, wie ihr seht. Was bist du denn eigentlich für einer? Hey, du siehst ziemlich mitgenommen aus. Möchtest du eine Pause machen und später wiederkommen? Nee. Aber hier braucht man zwei Schlüssel für. Wir haben gar keinen Schlüssel. Wir bräuchten aber eigentlich noch einen zumindest für diese komische Bosskiste. Aber der Shopkeeper verlangt zu viel Geld. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Geld beim Boss. Gut, dann jetzt strengen wir uns mal an. Wenn wir den Boss nämlich besiegen, ohne Leben zu verlieren, dann kriegen wir erstmal ein Leben dazu und kriegen auch viel mehr von diesen Haardingern und alles Mögliche. Also man sollte bei den Bossen immer probieren, so gar nicht getroffen zu werden. No shit, Dizzy! Kein Schaden bekommen ist eine gute Idee. Krass, hätte ich nicht gedacht. Wir haben als Jägerin übrigens kein Spacebar-Item, das ist ein bisschen kacke. Aber vollkommen okay, wir kommen ja klar. Unsere Sif-Kanone ist mega gut, merke ich. Okay, den haben wir auf jeden Fall besiegt, ohne Leben zu verlieren. Nice, du. Dankeschön. Ja, nice. Guck mal, was da uns alles gibt hier. Wow, so viele Haars. Noch ein Schild.
Oh, hast du deinen Typen verloren? Achso, und ich habe auch irgendwie so, wie so eine Maschine, deswegen kann ich jetzt diese Herzteile mitnehmen, wenn ich schon volle Leben habe. Oder geht's mir richtig gut? Hier, den Typ können wir auch noch töten. Stirb! Ohne König bist du gar nichts! Genau, und dieses Rechte, das haben wir jetzt bekommen, weil wir den ersten Boss besiegt haben. Das macht, dass wir ein Leben dazu bekommen. Und was das ist, keine Ahnung. Eine Sheriff-Marke? Okay, Dienstmarke. Alles streng nach Vorschrift. Okay, den hatte ich tatsächlich noch nie. Der greift anscheinend für uns an. Stirbt der auch? Oder was ist mit ihm los? Wir können ja mal ins Ganomonikon hier gucken. Was habe ich denn hier alles freigeschalten? What the hell? Ah, das sind wahrscheinlich ein paar DLC-Content-Sachen. So, wir haben erstmal hier erste Kammer gekriegt. Das kriegt man, wenn man die erste Kammer ohne Schaden zu verlieren schafft. Also den ersten Boss. Und jetzt die Dienstmarke. Die Dienstmarke eines Polizisten. Sie gehört dem diensthabenden Beamten des Reviers im Dungeon. Der Besitzer der Marke muss kurz vor der Pensionierung stehen. Oh nein! Wenn er stirbt, dann ist er bestimmt für immer tot. Denn kurz vor der Pensionierung stehende Polizisten sterben immer. Kennt man doch, weiß man doch. So, wie teuer war das? 35. 25? Nein! Uns fehlen nur drei kleine Dinger. Drei kleine Patronen. Aber die kriegen wir nicht, Leute. Wir haben hier nichts mehr. Da müssen wir das Ding leider aufschießen. Ist ein bisschen schade, weil das eine sehr gute Kiste ist. Oh, wir kriegen trotzdem irgendwas. Was bist du denn? Wow, ein Goldschrott, Alter. Goldschrott haben wir freigeschalten. Ich habe noch nie eine goldene Kiste aufgeschossen. Das ist interessant. So, Munimonikon, was sagst du? Danke für das Goldding. Er schafft bei Ausweichrolle Gift und verleiht Immunität gegen Gift. What? Das ist so ein Spinnending. Hui, Gift. Das ist ja ultra OP. Okay, krass. Dass es sowas überhaupt gibt. So viele neue Sachen. Genau, das ist dieser Automat, den ich eben angesprochen habe. Wenn ich jetzt keine Leben hätte, dann könnte ich ihn ansprechen. Und dann gibt er uns unser eines Leben, das wir da jetzt eingespeichert haben. Finde ich ein bisschen zu OP, ehrlich gesagt. Macht das Spiel sehr viel einfacher, wenn das geht. Aber ist okay. Kann ich mit leben. Finde ich ein bisschen schade, dass das Spiel halt immer leichter wird, je länger man es spielt. Und nicht nur deswegen, weil man einfach rafft, wie die Gegner hantieren, sondern auch, weil man bessere Waffen und so einen Scheiß bekommt. Aber so ist das halt. Okay, du schießt komische Sachen. Wir sollten uns erstmal auf die... Ja, töte ihn! Mein Pensionierungstypi! Kriegt der überhaupt Schaden? Das müssen wir gleich nochmal beobachten. Dass, falls er getroffen werden sollte, unser kleiner Polizist hier, ob er dann auch Schaden bekommt. Hat unser Wuffels eigentlich schon irgendwas gefunden in diesem Wann? Ich glaube nicht. Okay, hier müssen wir aufpassen, weil auf dem Boden liegen komische Pfeilen rum, Leute. Oh Gott. Gut, was gibt's noch zu erzählen? Hier ist eine Motte in meinem Zimmer. Geh weg. Und wehe, du fliegst in meinen Energy Drink. Dann hasse ich dich. Ich will meinen Energy Drink nicht mit Motte. Erstmal was auf dem Energy Drink legen. Zack. Ich habe ein Paket bekommen von der guten Ellie. Die guckt dir bestimmt nicht zu, aber trotzdem danke, Ellie. mit coolen Cadbury Cream Eggs drin. Das ist meine absolute Lieblingssüßigkeit. Und noch ein süßes Bild. Und das hängt jetzt hier neben mir an der Wand fest. Und dann merke ich, yo, geil, ich hab nette Zuschauer. Ach ja, Cadbury Cream Eggs, wer das nicht kennt, das ist eine Süßigkeit aus England, beziehungsweise aus Großbritannien, besser gesagt. Okay, der Polizist wehrt auf jeden Fall Schüsse ab. Ob er jetzt Schaden bekommt, keine Ahnung. Eine Süßigkeit aus Großbritannien, ich glaube, das wird in Island hergestellt, ist aber in... Ach. Den kenne ich auch nicht. Ist in England aber größer, glaube ich. Er freut sich da größerer Beliebtheit als in Island an sich. Und die Ellie, die fliegt relativ häufig nach Island, weil ihr Freund da lebt. Und da werden diese Catbaby-Dinger halt hergestellt, diese Eier. Und deswegen war sie so nett. Und hat mir ein Dutzend Eier, kann man ja auch sagen. Ein Dutzend Eier hat sie mir. Ah, du Bastard. Eine Karte, nett. Hat sie mir geschickt und das ist sehr nett, Leute. Ich finde das toll. Und jetzt habe ich für jeden Monat ein so ein Ei. Das fand ich sehr schön. Ich könnte übrigens auch mal auf Twitter, also auf mein Twitter oder bei Instagram nachgucken. Da habe ich das Bild, das sie mir gemalt hat, auch nochmal gepostet. Das Winchester-Gewehr gefällt mir richtig gut. Mit dieser Truhe, da kann man zwei Waffen, glaube ich, reintun, soweit ich das weiß. Zwei Waffen, die man nicht mag, können wir eigentlich mal machen. Wir können da den kleinen Bomber-Eimer rein. Ja, hier, du kleiner Mampfer, friss meine Waffen. Und die Armbrust, weil die später sowieso kacke ist. So, was gibst du mir Schönes? Man kann zwei Waffen zu einer Waffe machen. Und er gibt uns... Geil, eine Mega-Dusche. Oh, sorry. Hab ich vergessen. Man darf beim Shopkeeper
nicht. Okay. Mega Duscher ist mega kacke, weil es kein Damage macht. Aber es ist trotzdem witzig. Beim Shopkeeper darf man keine... Darf man nicht schießen, weil er mag das nicht. Wir sind hier zwar in Enter the Dungeon und jeder hat Waffen und alle schießen rum. Aber ihm gefällt das nicht, Leute. Er ist gegen Gewalt. Er hat einen Shop in einer Welt... Wow, wow, wow. Ich brenne. In einer Welt voller Waffen. Aber er ist strikt gegen Gewalt, Leute. Das ist wie ein US-Präsident, der für Waffen ist, aber gegen Gewalt. Also jeder US-Präsident. Der Shopkeeper hier ist wie jeder US-Präsident. Ein bisschen mehr wie der ein oder andere US-Präsident, aber trotzdem irgendwie wie jeder, glaube ich. So, das war jetzt gefährliches Halbwissen und deswegen habe ich bestimmt auch wieder Bullshit erzählt, aber ist mir egal, Leute. Ich erzähle gerne Bullshit. Hallo, kleines Kästchen. Merkt ihr, dass ich ein bisschen besser geworden bin? Ich hab bestimmt 2 Stunden ohne Aufnahme mal gespielt. Und ohne Aufnahme konzentriert man sich viel mehr und dann schafft man viel mehr. Und dann lernt man neue Sachen kennen und probiert Sachen aus, die man in der Aufnahme nie gemacht hätte. Und keine Ahnung, ich finde, das bringt immer was. Auch wenn jetzt wieder der Kloxen ankommt und sagt... Du kannst doch nicht Spiele spielen, ohne dich aufzunehmen. Man will doch sehen, wie du besser geworden bist. Blablabla. Aber ab und zu brauche ich das. Ist halt so. Ab und zu möchte ich auch mal alleine spielen, weil ich dann wirklich anders spiele. Es ist halt doch was anderes, ob man seine ganze Rechenleistung des Kopfs irgendwie aufs Spiel konzentrieren kann und so neue Taktiken sich überlegen kann, wie man wo wie handelt und bla. Oder ob man jetzt die ganze Zeit auch noch Rechenleistung bestimmt, keine Ahnung, 40% der Rechenleistung dafür aufbringen muss, um irgendwas relativ Sinnvolles im Hören zusammenzuschustern, zumindest richtige Sätze zu bauen, die vielleicht auch Sinn ergeben. Hexenpistole. Power. Cool. Gefällt mir gut. Okay, wo war der Shop? Ich will doch mal... Guck mal, wir haben übrigens einen Geheimraum oder so. Kein Plan, wie wir da hinkommen sollen, aber gut. Ach, unsere Karte zeigt uns sogar den Geheimraum an. Okay, warte. Ich weiß, dass man mit den Nichtsen... Genau. Die Geheimräume hier aufmachen kann. Aber ich weiß immer nicht, wie man die findet. Okay, nochmal 1,5 Leben. Mega gut. Also solange wir beim Boss keine 4 Leben verlieren und da sterben, dann geht's uns richtig gut, Leute. Wuffels hat immer noch nichts gemacht und wir kaufen uns auf jeden Fall auch die Winchester. Denn die Winchester ist wirklich mega gut. Da haben wir noch eine Kiste. Können wir auch mal mitnehmen. Oh. Dann müssen wir die ganzen Umweg hier laufen. Ist okay, Leute. Finde ich okay. Ach ja. Aber ich find gut, dass die ganzen Indie-Entwickler gerade... Was sind toll? Was ist das denn? Überhaupt keine Gegner hier. Au, oh nein, der hatte gar kein Schloss. Es war so klar, dass das ein Meme ist. Mimik? Meme. Du bist ein Meme, du bist Axel Voss. Kommst du aus der Google-Kategorie für Memes, ne? Oh, der Köder ist auch cool. Damit kann man sich beim Shopkeeper was klauen, so wie ich das verstehe. Das möchte ich auch mal ausprobieren. Das habe ich nämlich Jahrzehnte nicht gemacht. So, ich möchte gerne das erstklassige Dings. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das machen muss. Ich setze das Teil da ein, jetzt sieht er den. Und ich stehle es! Hat er es gemerkt? Ich bin mir nicht sicher. Hallo? Willkommen zurück. Ich glaube, das hat funktioniert. Haha! Ich habe dieses blöde Zittütchen geklaut. Ja, sehr schön. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin ein Dieb und nö! Ah, er hat es anscheinend nicht gemerkt. Man kann nämlich diesen Decoy da einfach hinstellen. Und dann denkt er, glaube ich, man selber ist der Decoy. Und dann rafft er nicht, wenn man das klaut. Ja, weiß ich nicht. Hat mir, glaube ich, mal der Carly Braun gesagt, dass das geht. Habe ich mir gemerkt, habe ich aber davor noch nie gemacht, weil ich bin kein Dieb. Sei kein Dieb. Aus dem Zündtütchen? Jetzt haben wir 110 fucking Gun-Dinger hier. Gun-Munition haben wir gespart. Ja, und die Winchester finde ich cool, weil die schießt halt sau weit und keine Ahnung, ich mag die. Ist einer meiner Lieblingswaffen tatsächlich, obwohl die nicht so gut ist. Hallo. Ja, bist du die Anaconda Machonda? Oh, kennt ihr noch dieses komische Anaconda? Wie heißt die? Katonda Katschonda? Übrigens kann die eigentlich gar nichts gegen uns, weil wir sind immun gegen Gift. Wir können sogar auf ihrem Gift rumstehen. Mega gut. Okay, bei der Attacke muss man relativ nah rangehen, weil wenn man da dran ist, dann gibt es da noch genug Zwischenräume. Aber später teilen sich die Schüsse auf und dann ist das dem schwerer auszuweichen. Gut.
Okay, zweite. Wir können ein Nichts einsetzen, weil, why not? Wir haben ihn. Wir kriegen sowieso gleich zwei neue Nichtse. Sehr schön, haben wir auch den zweiten. Alter, wir sind krass gut heute. Den zweiten Boss auch geschafft, ohne Leben zu verlieren. Mega gut. Tja, Anaconda Deville. Hier, rostige Pistole, stirb. Aha. Noch ein Leben? Ich glaube, ich hatte noch nie 5 Leben in diesem Spiel jetzt. Ohne Witz. Das Teil ist auch mega gut. Nice. Beam me up, Scotty. Und vor allem in ihm sind ja immer noch ganz viele Herzchen drin. Wir haben locker noch 4 oder 5 Herzen. Läuft mega gut. Hätte ich nicht gedacht. Trotz Aufnahme. Wow. Bin mal gespannt. Ich weiß nicht, Schwarzpulvermine. Ich glaube, in Ebene 4... Wieso war da vergiftet? Wir vergiften mit unserem komischen Ding hier. In Ebene 4 kommt, glaube ich, die Wand und da bin ich bisher immer gestorben. Ne, die Wand habe ich besiegt und danach bin ich gestorben. Die Wand habe ich einmal besiegt, in meinem ganzen Leben. So war das. Wuffels hat übrigens gerade mal was gemacht. Richtig gut von ihm. Ne, kleiner Wuffels, hast auch mal irgendwas gemacht. Wir haben wieder unseren Decoy, das heißt, wir können im Shop wieder was klauen, wenn wir wollen. Wer jetzt fragt, was das Zündhütchen macht, ich habe gar keine Ahnung. Ich glaube, das ist dafür da, dass man die Endwaffe irgendwie zusammenschustern kann. Es gibt nämlich am Ende so eine komische Waffe und dafür braucht man 3 Teile oder so. Das habt ihr mir irgendwann mal erzählt in den Kommentaren. 3 oder... Ja, ich glaube, man muss da irgendwas halt holen. So ganz viele komische Sachen. Und dann ist man ganz toll drauf. Aber so richtig verstanden habe ich das noch nicht. So, hallo? Noch mehr Gegner! So viele Gegner! Wuffels, du bist ja richtig gut gerade. Der findet gerade voll viele Sachen für uns. Ich fühle mich auch richtig nice, dass wir so viele Leben haben. 7 Leben? Also den nächsten Boss überlebe ich ja wohl auf jeden Fall. Egal, wie schlecht ich spiele. Geht das bei dem auch, dass man was klauen kann? Ich will es nicht ausprobieren. Das ist ja wie ein kleiner Wobbeldobbel und ich mag Wobbeldobbels. Die sind recht süß. Ich kann doch keinen süßen Wobbeldobbel seine Sachen klauen. Wovon soll er denn dann leben? Wovon soll er denn dann leben? Sir. Aber die Karte ist auch mega gut. Wir haben voll Glück gerade. Also ich meine, wir haben jetzt noch keine super krasse Waffe. Obwohl unsere Sif-T-Shirt-Kanone auch schon eigentlich ganz gut ist. Aber trotzdem. So von den Items, die wir so bisher hatten. Und von dem Skill, den ich hier gerade an den Tag lege, ist das gar nicht so schlecht. Muss ich mir mal kurz selber loben. Sorry, Leute. Boah. Hier, Tisch umkippen. Haha, was machst du jetzt? Du kannst mich nicht treffen. Ich habe meinen Tisch umgekippt. Shit, er versucht es trotzdem. Ist er blöd oder was? Ach ja, was habe ich sonst gemacht? Ich habe einen neuen Anime angefangen. Weil mir Netflix mal wieder einen neuen Anime vorgeschlagen hat. Irgendwie, ich gucke gerade die ganze Zeit nur Animes bei Netflix. Da steht dann immer auf der Hauptseite ganz groß, ja hier, willst du nicht diesen Anime gucken? Du hast doch die letzten 3 Wochen keine Animes mehr geguckt. Guck doch mal jetzt diesen Anime. Und nein, das war super dumm. Es ist ein Anime, der bei My... What the fuck? Hat ihr gesehen, dass das Ding ist einfach auf mich zugekommen? Es ist ein Koch-Anime. Auf Platz 103, glaube ich. Der Beliebtheitsskala. Au, lol. ich laufe einfach gegen das Zeug gegen. Auf My Anime List, in der Beliebtheitsskala. Beliebt. Es ist beliebt, auf Platz 103, so. Bei My Anime List. Und es geht ums Kochen. Ich habe den Namen leider vergessen, aber ich weiß, wie die Hauptperson heißt. Der ist Soma Yumihata Shupitaka oder so. Und da geht's. Ich habe nur die erste Folge bisher geguckt. Und da geht's darum, dass ein 15-Jähriger der beste Koch aller Zeiten sein will. Und dafür hat er bei seinem Vater, der ein Restaurant hat, sein ganzes Leben lang gekocht und macht immer so Wettbewerbe gegen seinen Vater. Und da müssen die Kunden sagen, welches Essen ihnen besser geschmeckt hat. Und da verliert er immer. Und dann, ich weiß nicht, die erste Folge darf ich ja wohl spoilern, oder? Ich glaube, das gehört zum Plot dazu. Genau, dann in der ersten Folge hat der Vater dann das Restaurant geschlossen. Und der kleine Junge ist jetzt an einem Internat oder sowas für Kochmeister. Und zwar an dem besten Internat der Welt. Und ja, jetzt geht, glaube ich, die richtige Story erst los und das ist irgendwie witzig. Ja, das haben wir neu freigeschalten, das Monsterblut. Jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt den Decoy hier hinstelle, ist das dann egal, was ich mitnehme? Also auch egal, wie weit ich weg bin? Ich will es mal ausprobieren. Decoy! Er rostet es wirklich nicht. Wie cool ist das denn? Man kann nicht einfach alles klauen.
was macht denn das jetzt eigentlich, was wir da geklaut haben? Ich glaube, die Gegner werden stärker, so, umso mehr wir klauen, weil da immer so ein Fluch über uns ist, aber keine Ahnung. Steht dann, lenkt Gegner ab, ja. Und auch den Shopkeeper. Und das macht jetzt das? Zum Öffnen drehen. Setzt bei Schaden einen tödlichen Schleim frei. Okay. Kommt ein Wobbeldobbel raus, ja? Schön. Kann ich mit leben. So, wir sollten auf jeden Fall... Wir haben keine Karte. Ah, die Karte zählt nur für eine Map oder was? Für eine Ebene? Oh, das ist neu für mich. Das wusste ich auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall in dieser Ebene ein bisschen länger bleiben. Und zwar so lange, bis wir diesen komischen Schlüssel haben, der neue NPCs freischaltet. Denn neben dem Shopkeeper, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist noch... Nee, wir hatten ja doch. Neben dem Shop, so rum, ist noch eine Tür, die wir öffnen können. Und da sollte dann ein neuer Typ drinne sein. Hier, da, das da. Aber da brauchen wir so einen speziellen Schlüssel für und den müssen wir erstmal finden. Ach ja, aber wenn ihr könnt den Anime ja auch mal gucken und wir sagen, vielleicht habt ihr den sogar schon gesehen. Das scheint ja nicht allzu unbeliebt zu sein. Der hat sogar auf My Anime List, also erstmal auf Platz 103. Ist natürlich auch gut, wenn er dann bei Netflix einfach nochmal gefeatured wird. Das tut der Beliebtheit auf jeden Fall keinen Abbruch. Und wurde aber halt auch mit einer 8 bewertet. Und Animes, die mit einer 8 bewertet worden sind, die können nicht schlecht sein. Also 8 von 10. 10 das Beste. Bisher gefällt er mir tatsächlich auch gut. Ja, so viel zu meinem aktuellen Anime Errungenschaften, die ich gerade gucke. Ja, ja. Und Himoto Maru-chan gucke ich natürlich auch noch weiter. Allerdings ist das halt immer auf Japanisch, weil es das noch nicht auf Deutsch gibt. Ja, Leute, ich gucke... Was ist das denn für einer hier? Ich gucke Animes auch mal auf Deutsch. Schleuder? Wie altmodisch, okay. Ja, einfach eine Schleuder. ja, aber das ist immer auf Japanisch dann. Dann muss man das mit deutschen Untertiteln lesen. Und das finde ich anstrengend, Leute. Für einfach mal so gucken. Nur aus diesem Grund habe ich auch noch nicht Dragon Ball Super weitergeguckt. Weil... Oh nee, der Panzer, den hatte ich lange nicht mehr. Weil ich das zu anstrengend finde, das immer alles zu lesen. Und ich finde die Stimme von Son Goku im Japanischen tatsächlich auch nicht so toll. Ah, ja, geil. Okay, jetzt wissen wir auch, was das eine Ding macht. Ich wollte nur mein... what the hell? Geh weg von mir. Nein! Oh Gott, okay, ich hasse den Panzer jetzt schon. Fick dich, Panzer! Wo ist eigentlich mein... Wo ist mein Polizist hin? Mein Polizist ist tot. Hast du meinen Polizist getötet? Hier ist übrigens noch eine neue Neuerung. Eine neue Neuerung, ja. Die in dem DSC gekommen ist. Wenn man unten bei der Lebensanzeige vom Boss ist, dann wird die so ein bisschen durchsichtig. Kann ich euch mal kurz zeigen. Hier, durchsichtig, yay. Das war anscheinend vorher noch nicht so. Richtig gute Neuerung. Decoy-Action. Greift er jetzt den Decoy an? Tatsächlich. Ha, du Vollidiot, das bin ich gar nicht. Du hast mein Decoy getötet. Alter, unser Decoy macht auch diese komische Spur hinter sich. Wie gut ist das denn? Das finde ich ja mega gut, das wusste ich nicht. Aber es gibt sowieso noch ganz viel Neues, was ich hier nicht weiß. Was gibt sonst noch Neues im DLC? Ganz viele neue Synergien, aber ich kenne sowieso noch überhaupt gar keine Synergie in diesem Spiel. Von daher kann ich da nicht mitreden. Was haben wir denn eigentlich sonst noch so? Wir haben hier noch diesen Hexenjäger. Wir haben noch dieses komische Ding. Damit können wir auf jeden Fall auf Distanz bleiben. Jetzt sollte ich vielleicht auch mal aufhören, die ganze Zeit Leben zu verlieren. Und wir haben auch noch zwei Nichtse eigentlich. Aua. Der zieht uns tatsächlich sehr viele Leben ab. Das gefällt mir nicht so gut. Nichts! Kommst dich gegen meine Nichts an. Noch ein Nichts. Okay, der war super dumm eingesetzt, weil gar keine Schüsse von ihm ankam, aber egal. So. Nervt mega, dass der Controller die ganze Zeit vibriert bei dieser Waffe. Holy shit. Wie viele Leben hat er uns jetzt abgezogen? 4, ne? Ich glaube, wir hatten auch noch ein Schild. Ist aber okay. Ist okay. Finde ich okay. Wir haben ihn besiegt. Alles cool. So, wie viel SIF-Kanone? Ja, komm. Oh, die Biberlong-Banone ist auch richtig gut. Die Dinger machen mega viel Schaden, aber so wie ich das mitbekommen habe, ist, wenn man diese Waffe ausgewählt hat und dann Schaden bekommt, dann ist die Waffe einfach leer. Das heißt, man muss auch ein bisschen schlau agieren. Oh, wo ist denn jetzt dieser komische Schlüssel? Hier oben ist noch ein Raum. Da schauen wir auf jeden Fall nochmal nach. Ja, und diese Waffe ist einfach mega gut, weil dieser Wirbelsturm bleibt einfach auf dem Gegner drauf und macht dabei super, super viel Damage. Jetzt ohne Witz, also richtig, richtig viel Damage. Da kann keiner was sagen, Leute.
Aber ja, wenn man damit einmal getroffen wird, während man das ausgerüstet hat, dann ist die Waffe einfach leer. Das ist der Nachteil an der Waffe. Hui, weggeflogen. Wird ja weggebetzt. Und wir holen wieder unsere Winchester, weil die nett ist. Irgendwie fehlt der Schlüssel. Was bist du denn? Blutiges Auge. Was macht das? Ein blutiges Auge? Ist es etwa blutig? Sieht nicht aus wie ein Auge, aber okay, wenn du sagst, es ist ein Auge, dann wird schon ein Auge sein. Verlangsamt Projektile der Gegner. Mega gut. Also eigentlich, wir sind mega gut ausgestattet. Wir haben leider den Schlüssel nicht. Ist der dann in dem Geheimraum oder was? Das verstehe ich wieder nicht. An sich müsste doch dann hier irgendwo der Schlüssel sein, aber wir können nichts kaufen. Tränke, Flaschen, keine Ahnung, was das alles macht. Du kleiner Trunkenbold. Was hast du noch? Schlüssel. Ich kann noch was stehlen? Ich kann doch nicht 1000 Sachen hier stehlen. Hau ab und komm nicht wieder. Jetzt hat er es doch bemerkt. Nein, wir haben keinen Shop mehr. Leute. Okay, ich dachte schon, ich explodiere jetzt, oder was? Oder er lässt seinen Shop explodieren. Nein, jetzt mag er uns doch nicht mehr. Ist er jetzt für immer zu? Oh, ausverkauft. Okay, man darf anscheinend nicht zu viele Sachen klauen. Das wusste ich nicht. Aber egal, wir haben einiges rausgeholt. Wir haben noch ein Dings geholt. Hä? Ach, ein ganz normaler Schlüssel einfach nur. Ja, lol. Hi. Vielleicht doch in die andere Richtung. Oh, hallo. Ich habe mich wohl verirrt. Diese Karte scheint zu stimmen. Jedenfalls nicht mehr. Nicht zu stimmen. Du hast sicher bemerkt, dass sich die Wände ständig verschieben. Es ist ganz anders als in den anderen Dungeons, die ich erkundet habe. Meinst du, du könntest mir helfen, diesen Ort neu zu vermessen? Ja, klar. Wunderbar. Du gehst da lang und ich vermesse weiter diesen Raum. Wir treffen uns da oben. Nein. Eine Sidequest. Na gut, wir machen es einfach mal. Ich hoffe, wir... Nein. Ich hasse diese Räume hier. Okay, er will irgendwas von uns. Das hier ist auch so ein Special-Raum, den ich aber nicht verstehe. Also, doch, ich verstehe ihn. Man muss von diesen Loren sich immer... Also, man muss hier reingehen und dann fährt man hier so rum und dann muss man im richtigen Moment aussteigen und in die nächste Lore und so. Aber das ist mega kacke und deswegen mache ich das nicht, weil keine Lust, Leute. Ja, sorry, Dude, aber... guck mal, hier gibt's Zeug. Nein, aber letztes Mal war die Tür auf der anderen Seite. Oh, schon wieder du. Wie läuft es mit... ja, hier, ist fertig. Danke, hier, nimm das. Oh, ich habe eine Errungenschaft erfasst. Ein Fünftel Nahrungschaft. Das, ein sonderbarer alter Mann hat es mir gegeben. Danke, Sonnenbrille. Was ist das hier? Hey, das gehört mir. Das auch? Hey, hör mal, lass das. Hä, soll das Link sein oder so? Okay, mega cool. Also man musste einfach nur die ganze Map für ihn erkunden. Alles gleich, er hat uns eine Sonnenbrille gegeben. Oh, wie krass wir ausgerüstet. Ich war noch nie so krass ausgerüstet in Enter the Dungeon. Die Folge natürlich auch mega lang. Verlangsamt bei Explosionen die Zeit und erhöht die Ausweichchance. Auch gut. Jetzt, die Projektile werden verlangsamt durch das Auge und Explosionen lassen die Zeit auch anhalten. What the hell? Mega krass. Ja gut, dann. Shop haben wir nicht mehr. Dann gehen wir weiter. Jetzt müsste die Wand, glaube ich, kommen. Es kommt nämlich in der vierten Ebene, glaube ich, immer die Wand. Shit, wo ist denn jetzt der Dude hin, der uns Leben gibt? Das ist ja nervig. Wieso ist der weg? Wollte der nicht hier jetzt rumstehen? Das ist natürlich blöd, Leute. Okay, mal gucken, ob wir diese Ebene schaffen. Ich meine, wir haben trotzdem 4,5 Leben. Beziehungsweise 5, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das Blöde ist halt die... Gott. Das gefällt mir nicht. Diese ganzen Zombies sind super nervig. Genau. Auf dieser Ebene gibt es Zombies. Was wollte ich noch sagen? Die Schilde gehen ja mit einem Schlag weg. Deswegen sind die eher nicht so geil. Diese Zwille mag ich nicht so geil. Nicht so gerne. Die Zwille mag ich nicht so geil. Okay. So, also auf dieser Ebene muss ich mich tatsächlich ein bisschen mehr konzentrieren. Aber bisher geht das noch voll klar. Hat Wuffy irgendwas gefunden? Habe ich das gerade richtig? Ich glaube nicht. Wuffy ist nicht der beste Dude. Wieso brennt hier alles? Hörst du bitte auf, alles anzubrennen? Du bist eine Spinne. Du magst das nicht, wenn hier Sachen brennen. Oh nein. Ich bin wirklich gespannt, ob wir die neue Ebene noch irgendwie finden oder so. Aber auf dieser Ebene wird es halt echt kacke.
Wir haben immer noch keine richtig gute Waffe, ist die Sache. Geht. Eklige Schüsse, wenn die so rumfliegen, das mag ich überhaupt nicht. Nein! Geh kaputt. Okay, ja. Da wir auch keinen Shop mehr brauchen, gehen wir einfach direkt zum Boss, würde ich sagen. Oh, wenn wir ihn irgendwie finden. Explosion, deswegen wurde es langsamer. Okay, so sieht das also aus. Das zählt sogar als Explosion, wenn nur diese kleinen Leute da sterben? Okay. Decoy. Ich wollte Decoy. Falsche Taste gedrückt. Egal. Wir hatten eh drei Nichtse. Wer braucht schon drei Nichtse, Leute? Oh, ein Bossschlüssel hier. Zeltschlüssel. Damit können wir nämlich einen neuen Deal, NPC freischalten. Also den müssen wir dann auf jeden Fall finden. Da führt nichts dran vorbei, Leute. DLC-Charaktere. Ne, hier. NPC-Charaktere sind mir sehr wichtig. Das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen. Die machen... Uah! Die machen alles einfacher. Wieso war der denn noch da? Voll erschrocken. Ist einfach noch ein Gegner. Ich bin wieder froh, dass ich männlich geschrien habe. Und ich... Ach ja, Leute, freut ihr euch auf Mario Maker 2? Kommt ja bald, glaube ich. Oh Gott, ich fühle mich hier nicht gut. Stirbt, 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 stirbt. Ich will hier nicht sein. Nein, bitte lass mich raus. Oh Gott, kann das bitte alles sterben? Hilfe. Meine Güte, da hätten wir richtig viele Leben verlieren können. Okay, erst die Zauberer, weil die verbessern immer irgendwelche Gegner und dann sind die immer mega stark und das nervt und das ist blöd. Holy moly. Das war ein fieser Raum, aber wir haben keine Leben verloren, haben wir bravourös gemeistert. Explosionen. Und ich laufe halt trotzdem gegen. Guck, jetzt habt ihr auch gesehen, dass wenn wir getroffen werden, während wir die Ballonwaffe ausgerüstet haben, dann geht die Ballonwaffe einfach kaputt. Und das ist blöd. Toll. Hat mich das verunsichert, dass hier alles explodiert ist. Ey, hallo Spielemeister. Ja, ich möchte gerne spielen. Was willst du haben? 38, klar. So. Bei diesem Spiel, wer das noch nicht kennt, da muss man einfach nur diese Finger abknallen. Von dem Grünen prallt das, glaube ich, ab. Und das Blaue darf man nicht berühren. Und ja, okay, das Blaue. Hä? Ah, so ist das, okay. Das Blaue darf man... Nee, man darf das Blaue nicht berühren, aber diese Kanten hier darf man berühren. Heißt, wir müssen jetzt irgendwie... Das wäre besser gewesen, wenn wir die Mitte kaputt gemacht haben. Wir können auf jeden Fall nicht alle treffen. Wenn wir da treffen, dann sollte er... So. Eigentlich soll er gut abprallen. Den treffen wir nicht, deswegen auch egal. Hey, du Schlechter, nimm! Ja, geil, was gibst du mir? Ey, eine Mini-Waffe. Was ist das? Ein Grasschnitter, sehr laut. Freund und Android. Guck mal hier! Das war eine Synergie, Leute! Ich glaube, das war eine Synergie. Ich glaube, das war meine allererste Synergie, die ich jemals hatte. What the hell? Okay, ist irgendwas passiert? Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Ich gucke relativ viel gerade nach, aber muss sein. Diese zierliche Waffe hat ordentlich Wumms und der Rückstoß kann den Schützen umhauen. Und das ist jetzt synergiert? Mit der Marke? Warum das denn? Okay, gar kein Plan, Leute. Wir werden sehen, glaube ich, irgendwann. Pow! Nee, ich glaube mit dem anderen Teil, dass Explosionen kommen. Weil wenn hier jetzt was explodiert, dann wird alles langsam. Keine Ahnung, Leute. Wieso... Ich verstehe das nicht. Wieso... Wo ist denn hier die Synergie? Doch, ich glaube, die Synergie ist, dass das langsam wird, weil irgendwann... irgendwas explodiert. Keine Ahnung, Leute. Irgendwie so. Auf jeden Fall haben wir eine Synergie. Das ist meine allererste Synergie, die ich mitbekommen habe zumindest. Nicht schlecht. So, was ich... Oh, wir müssen das Ding töten, gell? Was ich richtig gerne hätte, wäre ein bisschen Munition. Ja, wir müssen das den Totenkopf nämlich vernichten, sonst belebt er sich einfach wieder. Hör auf damit! Der hat den immer wieder belebt. Jetzt frage ich mich, kann man, muss man... Ich verstehe gar nichts mehr. Hätte man auch einfach den Zauberer töten können und dann wäre dieser Skelett einfach kaputt gegangen? No one knows, dude. No one knows. Why are you asking these questions? Hast du das Gefühl, dass diese Folge einfach eine Stunde lang gehen wird? Ich meine, die geht jetzt schon 40 Minuten. Das nimmt ja schon Isaac-Länge hier an. Holy moly. Aber Isaac ist ja in letzter Zeit ein bisschen kürzer geworden, tatsächlich. Was ich sehr gut finde.
Apropos Isaac, wenn wir schon bei dem Thema sind, da kommt bald auch neues Zeug. Ich habe mir Antibirth runtergeladen. Das funktioniert leider nicht zusammen mit Afterbirth, was sehr schade ist. Das heißt, ich muss Afterbirth dann immer deinstallieren und das ist ein bisschen nervig und dann immer neu installieren, wenn ich es wieder spielen möchte. Aber Antibirth klingt ganz nett, habe ich auch vor zu streamen, wenn ich ehrlich bin. Alter, der sieht ja aus wie der Dude aus Chihiros Reise ins Zauberland. Was ist denn hier los? Mega cool. Wie dieses Ohm-Gesicht, so hieß der, glaube ich. Aber es ist einfach nur der Tod. Wenn er uns jetzt Gold andrehen wollen würde, dann ist das auf jeden Fall das Ohm-Gesicht. Ist er tot? Bin mir nicht sicher. Jetzt bin ich auch gespannt, wie der Shopkeeper auf uns reagiert. Hallo, kein Shopkeeper da, alles klärchen. Shopkeeper mag uns nicht. Dann lass noch mal kurz. Ich weiß, den Boss haben wir schon einmal gefunden. Was mag ich ja gar nicht. Aber es gibt noch irgendwo ein NPC freizuschalten und deswegen müssen wir. Das ist einfach meine. Ich muss den finden. Ich bin hier der Held des Dungeons. Ich muss die ganzen NPCs befreien. Was wäre ich für ein Held, wenn ich die NPCs nicht befreien würde? Was für ein Rückstoß wir haben. Das ist mega krass. Ein Schlüssel! Und Muni! Okay, warte. Muni auf jeden Fall für die. Das Ballongeweh. Wer? Ballongeweh? Ist sowieso gut, wenn die nicht volle. Oh, du Bastard! Ist sowieso gut, wenn das Ballongewehr nicht volle Muni hat. So ein Blödmann! Ohne Witz! Da hab ich mal Munition für mein Ballongewehr und er macht sofort wieder kaputt. Deswegen Kisten eigentlich immer erstmal anschießen. Oh, da gibt es aber wenigstens was Netteres. Boing. Ich glaube, das macht, dass die Schüsse ab und zu mal abprallen. Okay. Wir haben mega viele Waffen, die wir alle nicht brauchen. Also was noch richtig gut wäre, wäre zum Beispiel wieder so ein Mampfer, der uns eine neue Waffe gibt für unsere alten Waffen. Weil Qual der Wahl finde ich nicht so gut. Kann jetzt mal dieser komische Raum kommen? Hallo. Den kann man Waffen geben und der gibt dann dafür dann Münzen. Und deswegen ist das eher nicht so geil. Jetzt müssen wir doch durch diesen Scheißraum. Weil wir haben keinen Shop mehr, deswegen lohnt sich das nicht. Einfach durchlaufen. Hui. War ja gar nicht so schwer. Ich hätte gedacht, das ist schwerer. Pau. Ja. Ja, Verlangsamung und alles. Wow, das ist ein Chicken. Chicken nicht angreifen. Chicken ist bestimmt böse. Ich habe The Legend of Zelda gespielt. Ich weiß, was Chicken machen. Warum sind hier so viele Chicken? Das verunsichert mich. Die greifen mich gleich noch irgendwie an. Habe ich keine Lust zu. Okay, das ist der Fake. Den brauchen wir eigentlich gar nicht angreifen. Jetzt ist er der Echte? Ich verstehe das nicht. Es gibt einen Fake und es gibt einen Echten von denen. Jetzt bist du der Echte? Ich glaube, der Echte hat keinen Schweif oder so. Jetzt hat er aber einen Schweif. Jetzt ist er nicht mehr da. Genau, okay, der Echte hat keinen Schweif und macht sich unsichtbar. Den habe ich beim ersten Mal nämlich nicht gesehen. Danke, Kali, by the way, dass du mir erklärt hast, wie dieser Dude hier funktioniert. So. Weil wenn man nicht weiß, dass er sich unsichtbar macht und irgendwo hingeht. Okay, ich glaube, der Chicken ist gut. Ich glaube, wir produzieren den Chicken. Mit unserem Hexending hier oder so. Kein Plan, was hier abgeht, Leute. Noch eine Kiste. Der Armor-Pfeil. Okay, sind die Gegner dann auch für uns? Toll. Aber hier, ich finde den NPC nicht. Vielleicht kommt er nach dem Boss. Wir haben jetzt natürlich nicht so viele Leben. 2,5 ist nicht so geil. Na, mal schauen. Leider auch Ballongewehr nicht zur Verfügung. Oh, die sind blöd. Die mag ich nicht. Weil das 4 Gegner auf einmal sind. Ach, shit. Nein, oh, super dumm. Super dumm ausgewichen. Und einfach gar nicht ausgewichen. Das war richtig schlecht. Ich glaube, ich habe gegen den Jahrhunderte nicht mehr gespielt. Keine Ahnung, wie der geht. Aber wir hatten eigentlich voll gutes Stuff. Ich hätte lieber gegen die Wand gespielt, to be honest. Gegen die Wand komme ich nämlich an. Gegen die Wand weiß ich, wie ich agieren müsste. Ja, gut. Dann war das ein sehr unglorreiches Ende. Wie gesehen, da war eben so ein Pfeil. Achso, das war nur meine Maus. Ich hätte gerne nochmal den neuen Charakter jetzt. Wir haben quasi nichts Neues gesehen. Das ist ein bisschen schade. Eventuell muss ich erst noch ein paar Typen freischalten.
Also NPCs und dass ich dann neue Charaktere freischalte. Ah, ich muss sie wahrscheinlich in der Bresche finden. Die Leutchens. Das kann sein. Dass die dann da irgendwo sind. Leuchtenpistole, why not? Ja, ein Schwabe ist auch richtig gut, ja, ja. Na gut, dann war's das aber mit dieser Folge. Ich glaube, es kommt nochmal was zu Enter the Dungeon, weil ich einfach dieses DLC-Kram nochmal zeigen will. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dann ein Like da lasst. Und wenn ihr keine Parts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und wenn ihr mir sagen könntet, wie man in neue Charaktere kommt, dann wäre das auch ganz nett. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.